Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Atomic Heart. Wir haben gespeichert für den Fall, dass wir hier angegriffen werden. Okay, das war seltsam. So. Ja, super. Scheiße, ich wollte Dings noch schauen. Okay, das war scheiße, aber verdammt. Zum Glück haben wir gespeichert. Ich dachte währenddessen, ich kriege weniger Schaden. Okay. Gut, ich dachte, wir kriegen keinen Schaden, aber wir kriegen weniger Schaden, oder? So, machen wir einfach weiter. Es ist einmal. Oh. Das hier. Und. Aha! So.
Feuerwehr. So, komm. Okay, das war einfach zu viele, zu voll. Ich glaube, nachdem wir die N besiegt haben, sollten wir zurückkommen und speichern. Gott sei Dank. So. Gut. Okay. Woher kommt die Musik, verdammt? Autorisierung. Major Nature. Ja. Also, wir haben 90. Das reicht nicht für beide. Dieser Wechsel bringt mir nicht viel. Meerstrahl. Energie des Charakters. Ja, es fehlt einfach zu viel. Oh, warte. Zugang gewährt. Naja. Immer noch. Wir haben gespeichert. Ja, wir haben. Dann müssen wir die anderen nicht die ganze Zeit töten. Du Schlampe! Alter, was riecht hier so? Du bist verdammt nochmal tot! Okay, diesmal war es einfacher. Okay, in dem Fall.
Okay. Wo ist der Körper? Oder warte. Nee. Okay. Denn die geben ja nichts, oder? Ja. Die geben leider nichts, wenn sie explodieren. Okay, wie kommt das nicht mehr hoch? Oder doch? Und was soll die ganze Zeit diese Mucke? Okay, hat nicht geklappt. Gut. So. Wo gibt's noch? Ja? Wir müssen da hoch. Widerstand gegen Elektro. Okay. Okay. Das war interessant. Sonst haben wir hier nichts mehr, gut. Ja, genau, genau, genau. Speichere Daten. Okay, die Musik ist ein bisschen, Gefällt dir unser Busch, du heißes Gerät? Der ist hinreißend. Wovon zum Teufel faselst du da? Welchen Busch meinst du? Den, von dem du den Polymerkanister hast, schöner Mann. Du meinst diesen zugewucherten Schierling? Was ist daran so toll? Ich mag, wie er die Leute mit seinen Ranken erwürgt. Die platzen wie Luftpolsterfolie. Total süß. Sag noch einmal was Krankes über das Töten von Leuten, dann gibt es eine Abreibung. Aber nicht für mich, Großer. Wer verschafft dir denn sonst Vergnügen? Dann reiß ich eben dein Sprachmodul raus, damit du Ruhe gibst. Das reparieren die Bichelas. Aber ich mag es, wenn du so redest. Schimpf mich aus. Sei streng mit mir. Halt die Fresse. Oh, Kapazität ist nur 8. Ah, okay. Der eine Dings gibt dir...
ist der Punkt. Okay, jetzt ist einmal das hier rein und hier. Das automatisch anordnen. Okay, sieht gut aus. Munition. Was wird hier kommen, frage ich mich. Nein, nein! Ich dachte, man würde dann da unten auswählen, aber... Okay, nehmen wir das letzte Mal, als wir gespeichert haben. War es das hier? Ja. Ich will es nicht einfach so verschwenden, verdammt. Eieiei. So. Reden. Gefällt dir unser Busch, du heißes Gerät? Der ist hinreißend. Wovon zum Teufel faselst du da? Welchen Busch meinst du? Den, von dem du den Polymerkanister hast, schöner Mann. Du meinst diesen zugewucherten Schierling? Was ist daran so toll? Ich mag, wie er die Leute mit seinen Ranken erwürgt. Die platzen wie Luftpolsterfolie. Total süß. Sag noch einmal was Krankes über das Töten von Leuten, dann gibt es eine Abreibung. Aber nicht für mich, Großer. Wer verschafft dir denn sonst Vergnügen? Dann reiß ich eben dein Sprachmodul raus, damit du Ruhe gibst. Das reparieren die Bichelas. Aber ich mag es, wenn du so redest. Schimpf mich aus. Sei streng mit mir. Halt die Fresse. Ja, und damit können wir mehr tragen, aber es ist auch besser. Ich glaube, wir gehen hier runter. Und wie viel braucht es hier? Du kannst deine, Hand gut. Also mehr Leben ist immer gut. So. Ist das eine russische Version von Tom und Jerry, sozusagen? Okay. Okay. Charles, die haben aber jetzt nicht ständig so mit der Birke rumgespielt, oder? Nein, absolut nicht. Die Birke ist zuallererst ein Symbol. Obwohl sie durchaus eine sorgfältige Pflege benötigt. Alle 2 Tage. Das heißt, man muss jeden 2. Tag rumlaufen und 4 Kanister einsammeln? Das ist ja furchtbar. Wir weisen darauf hin, dass der Okay. Die Verbreitung von Experimentdaten interessant zu. Kältewerkstatt, ja. So. Hier kommen wir nicht mehr rein. Gut, dann gehen wir einfach weiter. Mit ihm haben wir schon gekämpft, oder? Ja, dass es so enden musste. Niemand hatte damit gerechnet, dass so etwas passieren könnte. Es hieß immer, zu den Sternen. Wie lang ist der Angriff der Roboter hin? Ja, das kennen wir ja. Auf Wiedersehen. Verstehe. Bis dann. So. Das muss ich Gut. Pestizid hier. Pestizid-Polymerkanister verbunden. Ich hasse Parasiten, ob menschlich oder nicht. Wenigstens kann der Baum jetzt entspannen. Die Schädlinge wurden vernichtet und die Birke ist wieder in normalem Zustand. Sieht gut aus, würde ich sagen. Okay, fehlt nur noch Kältekammer. Naja, aber wie
Wir haben die noch nicht, oder? Oh doch, haben wir! Gut, stimmt. Die Birke taut auf. Optimale Temperatur wiederhergestellt. Der vegetative PEC-4-Birke-Generator ist jetzt voll funktionsfähig. Energieversorgung wiederhergestellt. Okay. Das Tor ist offen. Wir können den Vavilov-Komplex verlassen. Na, endlich. Ab jetzt will ich keine verdammten Kanister mehr sehen. Gut, ich weiß nicht, ob man das versprechen kann, aber wir versuchen's. Okay. Was steht da? Ökologie. Wir haben es geschafft, Genosse Major. Immer mit der Ruhe. Ich war das. Ich habe für moralische Unterstützung gesorgt. Ja, wie auch immer. Ein bisschen geholfen hast du schon. Wie fühlst du dich? Diese Frage trifft auf mich zwar nicht ganz zu, aber trotzdem vielen Dank. Mir geht es gut. Können wir jetzt gehen? Warte, ich bin hier noch... Wir kommen nicht mehr hierher, oder? Warte, ich will mir noch was ansehen. Es wäre gut gewesen. Es gibt da ja einen Raum, den wir nicht betreten konnten. Ich weiß nicht, ob man irgendwie anders rein hätte gekonnt. Aber da man jetzt nicht mehr zurückgehen kann, bringt das ja auch nichts. Warte, kann man es triggern? Nein. Also der einzige Ort, den man irgendetwas machen kann, ist hier. Hier haben wir eigentlich wirklich schon alles gemacht, oder? Und da ist etwas. Ach ja, das hier. Wir können es aber nicht nehmen. Okay, hier ist wirklich nichts mehr. Schade. Ja, dann bringt die Frage, ob man noch sich umschauen will, überhaupt nichts. Ja. Okay, ich wollte nur sehen, ob man irgendwie sprinten kann. Und? Sind wir jetzt bereit? Ja, gehen wir. Gehen wir. Der Aufzug ist jetzt ein bisschen klein, aber dafür breit. So. Charles, wie ist Sheraton Sacharow gestorben? Unter ungeklärten Umständen. Dr. Sechenov ist der Einzige, der die Einzelheiten kennt. Ungeklärte Umstände? Und Dr. Sechenov hat keinem erzählt, was passiert ist? Doch. Angeblich ist Professor Sacharow ausgerutscht und in ein Becken gefährlicher experimenteller Neuropolymere gefallen. Oh, scheiße. Armer Kerl. Was ist denn daran so ungeklärt? Manchen Leuten kommen gewisse Aspekte der Geschichte merkwürdig vor. Zum Beispiel? Aufgrund einer bizarren Verkettung von Umständen konnte kein Bildmaterial des Vorfalls sichergestellt werden, obwohl in den Laboren ständig alles dokumentiert wird. Naja... Kann mal passieren, oder? Kameras gehen kaputt oder Daten werden nicht aufgezeichnet. Durchaus möglich. Eine weitere Besonderheit besteht darin, dass das fragliche Polymer überhaupt nicht gefährlich ist. Daran stirbt man nicht. Du selbst schwimmst gern darin. Oh, na schön. Aber vielleicht handelte es sich bei dem Polymer um eine einzigartige experimentelle Probe oder sowas. Eine gefährliche Variante. Auch das ist durchaus möglich. Aber hätte Professor Sacharow nicht gewusst, dass die Probe, mit der er arbeitete, gefährlich war? Er hat sie schließlich eigenhändig erschaffen, zusammen mit Dr. Sechenov. Das ist doch nicht zu fassen. Ja.
Okay. Das klingt schon verdächtig. Und wie lange dauert das jetzt noch? Was war das? Wir müssen zur Station Lesnaya und den Zug nach Solnechnaya nehmen. Von da aus geht es zu Fuß weiter. Und wo können wir diese Station finden? Sie ist auf der anderen Seite des Dorfs. Dann lass uns gehen. Yeah, ja, gerne. Zuerst einmal sprechen. Speichere Daten. Bitte Vorgang auswählen. Das wird immer noch. Polymer hat sich auch nichts geändert. Okay, wo sind wir hier? So. Einmal alles aufmachen. Gut, das einmal hier. Was haben wir hier? Regeln. Regeln für die Verwendung des Notausgangs aus dem Wavilov-Komplex. Dieser Ausgang dient nur dem Verlassen des Komplexes im Notfall. Es war ein Notfall. Dem Betreten und Verlassen des Komplexes durch Schüler und Mitarbeiter, die im Försterdorf wohnen. Dem Betreten und Verlassen des Komplexes durch Bedienstete. Richtig. Da dieser Eingang sich in der Nähe des Haupteingangs zum Wavilov-Komplex befindet, verwenden einige Mitarbeiter ihn, um sich vorzudrängeln und schneller zur Arbeit zu gelangen. Ihr Eifer ihn ehren, doch alle Mitarbeiter müssen sich zu Beginn ihrer Schicht einstempeln. Jeder, auf dem keiner der oben genannten Punkte 1, 2 oder 3 zutrifft und der dennoch nicht den Haupteingang nutzt, erhält eine offizielle Abmahnung. Kurzmitteilung. Bitte beim ersten Einstempeln diese Nachricht lesen. Du bist Mitarbeiter des Wavilov-Komplex, des Brotkorps der Sowjetunion und der gesamten Welt. Unter Genosse Wavilov zu arbeiten ist eine der wichtigsten Pflichten, nicht nur für deine Landsleute, sondern für die gesamte Menschheit. Achte auf dein Äußeres, deine Manieren und deinen Umgang mit deinen Kollegen. Dulde kein sorgloses, unordentliches oder parasitäres Verhalten. Halte deinen Arbeitsplatz sauber. Sprich nicht mit Außenstehenden über deine Arbeit. Vielen Dank und einen schönen Tag. Und plötzliches Wachstum. Lösche diese Nachricht, sobald du sie gelesen hast, Georgie. In meinem Garten wächst plötzlich eine eklige Pflanze. Sie ist buchstäblich über Nacht aus dem Boden geschossen. Sie sieht aus wie, ich weiß es nicht, wie eine böse Aubergine oder so. Sie stößt Zischlaute aus, frisst meine Erdbeeren und verhält sich ganz allgemein wie ein ungezogenes Kind. Ich verstehe nicht viel von Pflanzen, deswegen mache ich mich etwas Sorgen. Mit Küken kenne ich mich besser aus. Könntest du vielleicht herausfinden, ob die mir ein Pestizid oder so schicken können, dass ich diesem Ding in sein hässliches Brokkoli-Gesicht spritzen kann? Ich muss die Pflanze vernichten, ohne meine Lilien zu schaden. Ist das vielleicht irgendein giftiges Unkraut wie Schirling, nur schlimmer? Okay. So, was haben wir hier? Kurzmitteilung. Am nächsten Montag, dem 13. Juli 1955, erfolgte der triumphale Start von Kollektive 2.0. Aufgrund der Dienstpläne der im Dorf lebenden Mitarbeiter kann jedoch nicht jeder vom WDNCH gehen. Zum WDNCH. Feiert also bitte, wo ihr eben gerade seid. Hier ist der Zeitplan.
13 Uhr, Ende des Arbeitstags. 13 Uhr bis 14 Uhr, Mittagessen. 14 Uhr, Versammeln im Auditorium. Am Marktplatz im Foyer. 15 Uhr, Reden von der leitenden Forschungspersonal. Feier, Übertragung der Reden der Anlagenleiter. 16.30 Uhr, Start von Kollektiv 2.0. 18 Uhr, Abendessen, Cafeteria, Foyer. Für Studenten. Bitte sprich mit den neuen Studenten, die im Dorf wohnen werden, und organisiere außerdem folgende Aktivitäten. Vorführung eines Films über die Geschichte des Komplexes und der Anlage, nicht über die Geschichte des Dorfs sprechen. Sicherheitsseminar. Spezialisten ihren Unterkünfte zuweisen. Clubpräsident P. Savelyeva hat die Leitung. Olé! Ich habe gerade eine sehr merkwürdige Nachricht bekommen, Paulina. Erinnerst du dich an den Bullen, den Arkadi mit dem polymerbasierten Futter aufgezogen hat? Du weißt schon, er hatte ihn Herkules genannt und das Tier war groß wie ein Haus. Es wurde sogar in der Zeitung über ihn berichtet. Jedenfalls sind wohl Fotos des Bullen irgendwie ins Ausland gelangt und so bei, halte dich fest, spanischen Rinderzüchtern gelandet. Ja, kein Witz, bei spanischen Rinderzüchtern. Lange Rede, kurzer Sinn, sie wollen einige unserer Rinderriesen für ihre Corrida bestellen. Ah, das Rennen. Oder wie man das auch nennt. Du weißt schon, für die Stierkämpfe. Okay. Internationale Freundschaft und so. Ich wusste nicht, an wen ich mich deswegen wenden soll. Oder was ich überhaupt davon halten soll. Aber vielleicht interessiert es ja die Chefs ja. Wir gehen kurz speichern, bevor wir ganz rausgehen. Moment, wir haben ja nichts getan. Oh, und ich sehe gerade, die Zeit ist abgelaufen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.